Das Universum besteht aus einer Vielzahl von Sternensystemen, die man als Galaxien bezeichnet. Unser Planet Erde ist Teil einer Galaxie, die man Milchstraße nennt. Mein Mann, der Weltraumforscher war, hat fest daran geglaubt, dass es noch viele andere Galaxien wie die Milchstraße gibt, in denen Leben existiert. Er hat sein Leben einem einzigen Ziel gewidmet, der Suche nach Leben in einer anderen Welt. Er hat verschiedene Geräte entwickelt, mit denen er Daten sammeln konnte. Und er hat Klänge hinaus in den Weltraum geschickt. Er sagte, dass Töne niemals verklingen. Sie pflanzen sich als Welle unendlich im Weltraum fort. Er war davon überzeugt, dass irgendwo in einer anderen Welt Lebewesen seine Klänge empfangen und ihm antworten würden. Eines Abends. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sonja? Sonja! Sonja! Ich komme ja schon. Was ist denn? Siehst du das? Siehst du das? Sie antworten mir. Sie antworten wirklich. Was sind das für seltsame Klänge? Ich habe das Wort Aum in eine Tonfolge verwandelt, die ein ganz bestimmtes Muster ergibt. Das Muster habe ich im Computer digitalisiert und die Klänge aus in den Weltraum geschickt. Und sieh nur, Sonja, da antwortet jemand aus einer anderen Welt. Siehst du das? Ich habe es endlich geschafft. Das ist der Durchbruch, Sonja. Ich habe Kontakt aufgenommen. Es ist soweit. Wir müssen das Weltraumzentrum informieren. Und was haben die Aliens zu Ihnen gesagt? Schön, Sie zu hören, hallo? Und wie ist das Wetter bei euch auf der Erde? Es tut mir leid, Kollegen, aber ich habe keinen Scherz gemacht. Dr. Mira, wir hier im Forschungszentrum versuchen mit allen Mitteln eine Verbindung aufzunehmen. Und die Außerirdischen antworten ausgerechnet Ihnen. Wie soll das möglich sein? Es ist durchaus möglich. Ich habe diesem Forschungszweig fast mein ganzes Leben gewidmet. Jahrelang mit Schallwellen experimentiert. Ich habe die verschiedensten Klangerzeuger dafür entwickelt. In der letzten Versuchsreihe habe ich die Silbe Aum in Töne umgewandelt und sie in verschiedenen Kombinationen hinaus in den Kosmos gesandt. Da könnte es doch gut sein. Was ist denn das für ein komisches Wort, das er da immer erwähnt? Silbe Aum ist im Hinduismus heilig, weil sie alle Vibrationen des Universums enthält. Ah, Ihre grünen Männchen haben auch noch denselben Glauben. Hören Sie, Dr. Mera, für Tagträumer ist in der Weltraumforschung kein Platz. Meine Herren, glauben Sie mir. Ich kann es Ihnen beweisen. Das wäre Zeitverschwendung. Träumen Sie weiter, Dr. Mera. Hirngespinste, haben Sie gesagt. Mich einen Träumer genannt. Mich nach Hause geschickt, um weiter zu träumen. Denen ist nicht einmal klar, dass jede Erfindung, jede Entdeckung einen Traum zugrunde legt. Du darfst dich nicht entmutigen lassen. Jede Neuerung wird von der Welt zunächst abgelehnt. Doch später wird sie gefeiert. Glaub mir, sie werden dich ernst nehmen. Sanja, hältst du es für wahrscheinlich, dass sich zwei bewohnte Welten auf Lichtjahre entfernten Planeten irgendwann mal begegnen? Natürlich ist es wahrscheinlich. So wie wir auf dem Mond gelandet sind, den Mars und Jupiter mit Sonden zu erforschen suchen,
Genauso suchen Wesen von anderen Planeten nach einer bewohnten Welt. Deswegen gibt es ja auch immer wieder Berichte von UFO-Sichtungen. Die Scheinwerfer. Irgendwas stimmt mit dem Wagen nicht. Was ist denn da los? Ich weiß nicht. Siehst du das? Ein UFO. Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gewusst, Sonne. Sie haben mich verspottet und ausgelacht. Aber ich hatte recht. Sie kommen. In einem einzigen Augenblick waren all unsere Lebensträume ausgelöscht. Er, der von fremden Welten geträumt hat. Gott allein weiß, in welche Welt er gegangen ist. Nach seinem Tod wollte ich nicht länger in Kanada bleiben. Rohit war damals noch klein. Ich kehrte mit ihm nach Hause zurück. Mrs. Mera, nach dem, was Sie mir geschildert haben, kann ich mir die Krankengeschichte Ihres Sohnes besser erklären. Das hier sind Röntgenaufnahmen von Rohits Kopf. Und hier haben wir, sehen Sie, diesen weißen Fleck? Das bezeichnet man als Gliosis. Das heißt Narbengewebe, entstanden durch eine Kopfverletzung. Aber wie ist das möglich? Rohit hat doch niemals eine Verletzung erlitten. Leider doch, Mrs. Mera. Als sich damals der Verkehrsunfall ereignete, waren Sie hochschwanger. Der Kopf Ihres Kindes ist aufgeschlagen, als Sie auf Ihren Bauch gefallen sind. Dabei wurde dieser Teil seines Gehirns unwiderruflich geschädigt. Das ist auch der Grund, weshalb er in seiner geistigen Entwicklung zurückgeblieben ist. Deswegen hat er eine Lernschwäche. Als Ihr Sohn 8 Jahre alt war, hatte er das geistige Niveau eines 2- oder 3-Jährigen. Ich befürchte, dass er als Erwachsener in seiner Entwicklung weit zurück sein wird. Doktor, es muss doch irgendeine Therapie für ihn geben. Die gibt es schon. Eine Operation. Allerdings. Allerdings? In seinem Fall sind die Erfolgschancen sehr gering. Es besteht die Gefahr, dass sein Körper gelähmt bleibt, falls die Operation misslingt. Oh. Schlimmstenfalls stirbt er daran. Nein. Ich habe schon einmal im Leben alles verloren. Ich habe nur noch ihn, mir bleibt nichts mehr außer meinem Sohn. Ich kann Rohit nicht verlieren. Als Ihr Sohn 8 Jahre alt war, hatte er das geistige Niveau eines 2- oder 3-Jährigen. Ich befürchte, dass er als Erwachsener in seiner Entwicklung weit zurück sein wird. Hey, du, Ruhe! Entschuldigung, Onkel Sukwani. Das kommt ein bisschen zu spät. Guck dir mal meine Fenster an. Alle Scheiben habt ihr zerschmissen. Ich bin Polizist und ich warne euch, Jungs. Wenn ihr mir noch ein Fenster zerdeppert, dann verfrachte ich euch persönlich ins Gefängnis. Lausebengel! Jetzt hat Unsinn im Kopf. Hey, du, Ruhig! Warum hast du es auf mich abgesehen, Junge? Musst du mir ständig die Scheiben einschmeißen? Ich schmeiß sie kaputt, aber ich entschuldige mich dafür. Von deiner Entschuldigung wird die Scheibe auch nicht wieder ganz. Seit Jahren höre ich von dir nichts anderes als lahme Entschuldigungen. Das lasse ich mir nicht länger bieten. Heute kannst du was erleben. Und jetzt, Ruhig, der tut uns schon nichts. Ja, der kann uns nichts. Ihr nichtsnutzigen kleinen Kröten, ihr elenden Lauser, was habt ihr da wieder gemacht? Habt die Scheiben da oben zertrümmert? Ihr habt die Scheiben da unten zertrümmert. Habt doch Erbarmen mit mir, Kinder. Die Sonne brennt hinein. Der Monsun regnet hinein. Der Dreck weht hinein. Da könnte ich genauso gut im Freien wohnen. Nicht schimpfen, Onkel.
Wenn ich mal groß bin, mache ich ihre Fenster wieder ganz groß, ist ehrlich. Ja. Groß? Wie groß willst du denn bitte noch werden, hä? Du bist ja jetzt schon so ein langes Elend. Willst du so groß wie der Eiffelturm werden? Hört gefälligst auf, unseren Freund zu beleidigen. Wir ersetzen ihre blöden Fensterscheiben. Ja. Prima, dann ersetzt mal. Dann rücken Sie mal 500er rüber. 500er wollt ihr? Wozu? Na, um Scheiben zu kaufen. Geben Sie uns na das los, Geld. Doch, Geld hier. Ja, na los, Geld, ja, Geld, ja, Geld, ja. Ihr unverschämten Rüpel wollt an den Polizisten Geld abknöpfen. Los, macht, dass ihr wegkommt. Sonst zieh ich euch die Ohren lang. Rohit, willst du nicht langsam losgehen, sonst kommst du zu spät? Ich bin heute Morgen ein bisschen aufgeregt. Heute komme ich in eine neue Klasse, in die 7. Kannst du ein bisschen auf mich aufpassen, Gott? Bitte bring mir Glück. Hey, Mama, bist du nie zur Schule gegangen? Ich kann doch nicht mit den alten Büchern in die 7. Klasse gehen. Wenn man neue Sachen lernen will, braucht man neue Bücher. Du kommst nicht in die 7. Klasse. Doch. Alle meine Freunde ja auch. Du wurdest nicht versetzt. Die haben mich wieder nicht versetzt? Nein. Dann gehe ich nicht in die Schule. Ich will da nie wieder hin. Der Klassenlehrer ist gemein, Mama. Ich tue doch mein Bestes. Ich lerne doch so gut ich kann, aber er lässt mich wieder durchfallen. Mit den anderen ist er nicht so streng. Ich gehe nicht mehr in die Schule. Er versetzt mich ja doch nicht. Ich gehe nicht mehr dahin. Ich gehe nicht mehr dahin. Du musst dich nur noch etwas mehr anstrengen. Dann wirst du es schaffen. Nein. Da sind lauter neue Jungs in der Klasse, Mama. Die werden mich auslachen. Die machen sich lustig über mich. Die ärgern mich sicher und sind ganz gemein. Darum will ich nicht mehr in die Schule gehen. Schmeiß die Bücher weg. Ich will sie nicht mehr sehen. Nie mehr. Ich kann Ihnen nicht helfen, Mrs. Mira. Rohit in die 7. Klasse zu schicken, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Er gehört eigentlich nicht einmal auf unsere Schule. Es gibt für Kinder wie ihn spezielle Einrichtungen. Wir haben hier in der Nähe keine Sonderschulen. Deswegen habe ich mich um eine Versetzung bemüht. Nach Delhi oder Bombay. Dort gibt es Schulen, an denen Rohit besser aufgehoben ist. Der Direktor der Bank, für die ich arbeite, hat fest versprochen, mir einen Posten zu besorgen. Aber es wird erst in einem Jahr soweit sein. Bitte. Bitte tun Sie uns diesen letzten Gefallen. Es tut mir leid, als ein Rektor kann ich das nicht verantworten. Ich bezweifle, dass man ihm einen Gefallen tut, wenn man ihn unverdient versetzt. Ich bin mir dessen bewusst, dass Rohit nie erfüllen wird, was ich mir für meinen Sohn erträumt habe. Was sein Vater ihm gewünscht hätte. Ich kann Sie bloß anflehen, ihm den Gefallen zu tun. Um seines Lächelns willen. Nun gut, Mrs. Mira. Ein letztes Mal. Los geht's, Jungs. Die erste Aufgabe, wenn x gleich 12 ist und y gleich 8, wie viel macht dann x plus 3y? Rechnet mir das schnell aus. Sir? Ja, Rohit? Was macht nun x plus 3y? Zeig mir die Lösung. Ausgezeichnet. Absolut korrekte Lösung. Ehrlich, Sir? Mhm. Und bei der nächsten Aufgabe, die ich euch stelle, will ich deinen Arm als ersten oben sehen. पे हम चलते हैं पर झूलेंगे
भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादा। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहां। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादा। I night, I night, I night, I night, दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। गले से लगा लेगी तुमको खुशी, बदल जाएगी एक दिन जिंदगी। ये कदमों में छुप जाएगा आसमां, तुम जैसा कोई भी ना होगा। Wackel nicht so blöde mit dem Kopf. Was treibt sich so ein Riesenkerl wie du mit diesen Abgebrochenen rum? Schämst du dich nicht? Aus dem Weg! Wir waren zuerst da. Ja. Darum fahren wir auch zuerst. Fahr dein Moped weg. Motorräder haben keinen Rückwärtsgang. Wir bauen dir einen ein. Dann kannst du immer rückwärts fahren. Der Lulatsch redet zu viel, Ratsch. Hey, Rohit. Der Typ da hat ein großes Maul. Wir sollten ihm eine Lektion erteilen. Ja. Angriffsplan Nummer? 3-2-1. Yeah.
Guten Morgen. Tut mir leid, dass ich Ihr Wettrennen beenden muss. Darf ich fragen, wo Sie hinwollen? Das ist eine Fußgängerzone. Seid ihr blind oder was? Er hat unsere Bikes umgeworfen und ist abgehauen. Das rechtfertigt aber nicht Ihren Verstoß gegen die Verkehrsregeln. Hm? Zuquani? Ja? Stell deinen Strafzettel aus. Verzeihen Sie, Sir. Sie wissen vermutlich nicht, wer ich bin, oder? Das weiß ich. Ihr Name ist Raj, Ihr Vater ist Distriktverwalter Haban Saxena. Zuquani? Ja? Er zahlt die doppelte Strafe. Sehr wohl. Und dann informierst du die Lokalpresse über den Vorfall. Damit bekannt wird, dass im Zuständigkeitsbereich von Inspektor Khan niemand das Recht selbst in die Hand nehmen darf. Weder der Sohn des Distriktverwalters noch irgendwer sonst. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Schönen Tag noch. Hallo, Oberst! Komm raus aus deinem Bau! Hey, Habans, du Windhund! Du bist der unverschämteste Kerl, den ich im Leben getroffen habe. Warum hast du mich nicht am Bahnhof abgeholt? Ehrlich, Malhotra! Du bist so blöd, wie du lang bist. So viel Dämlichkeit müsste eigentlich verboten werden. Du hast nur gesagt, dass du kommst. Aber wann und wo, das hast du zu erwähnen vergessen. Wie hätte ich dich denn da bitte abholen sollen, hä? Kannst du nicht etwas höflicher sein? Wenn du deinen Freund so begrüßt, reißt er gleich wieder ab. Der Mann hat eben keine Manieren. Steht rum wie ein Holzbock, statt mich zu umarmen. Also wirklich, sie sind doch zu albern. Ich bin ja so froh, dich zu sehen, alter Freund. Herzlich willkommen. Kaum ist der Mann pensioniert, eilt er zu seinem besten Freund, um ihn nie mehr zu verlassen. Zu Ehren unserer Freundschaft werden wir jetzt mindestens ein Jahr lang feiern. Oh. Und den Anfang machen wir mit einer rauschenden Party, die wir heute in unserem Haus für euch schmeißen. Danke, Habans. Danke, alter Junge. Habans, aber vorher nehmt ihr noch einen Moment Platz. Ja, komm, setz dich doch. Oh, da fällt mir überhaupt was ein. In dem Durcheinander hätte ich fast vergessen, dich nach dem Wichtigsten zu fragen. Was? Wo habt ihr denn unser süßes, kleines, bezauberndes Püppchen versteckt? Ach, mein Lieber, das Püppchen, wie du sie nennst, ist inzwischen eine erwachsene Frau. Wirklich? Sag mal, wo ist sie eigentlich? Wir verpassen den Bus. Was? Gar nicht zu spät. Der Bus kommt in 5 Minuten. Die Fahrt dauert 20 Minuten. Der Film 3,5 Stunden. Der Film dauert 3,5 Stunden? Klar, es ist absolut hip, lange Filme zu drehen. Hey, da ist der Bus. Wer ist der Bus? Der Bus ist weg, der Film ist weg, der Tag im Eimer, alles klar? Können Sie mir helfen? Ja, bitte? Ich bin das erste Mal in der Stadt. Können Sie mir vielleicht den Weg zur Shanti-Villa erklären? Shanti-Villa? Ja, zur Shanti-Villa fahren Sie... Hey, nein, da geht's lang, da lang. Aber die Shanti-Villa hey, ist du, doch... das Auto ist leer, das Mädchen ist naiv, sie fährt uns zum Kino, alles klar? Ah. Wenn Sie wollen, kommen wir mit und zeigen es Ihnen. Ja, oh, fahren wir. Klar. Ja, yeah. Super. Ey, lass mich auch durch. Rutsch mal. Alles auf. Alle da, kann losgehen. Danke. Das ist echt süß von euch. Total süß. Übrigens, mein Name ist Nisha. Und wie heißt du? Rechtslang. Rechtslang? Ja, rechts. Sag mal, was gibt's denn hier in der Ecke eigentlich so zu sehen? Eine Menge. China-Brücke. Nadelöhr. Ja, genau. Den Bazar. Nebelspitze. Nicht doch. Ich meine, wie ist das Nachtleben hier? Was machen die Leute abends? Schlafen. Köstlicher Humor. Nun sag doch mal, gibt's hier keinen Nachtclub oder eine Disco? Ja, doch, aber da dürfen Kinder nicht rein. Kinder? Links! Stopp! Ja, hier! Halt! Alle aussteigen! Hey! Das ist doch nicht die Shanti-Villa! Nein, aber das Kino. Na super! Ich will aber nicht ins Kino. Ja, schon klar. Sie wollten zur Shanti-Villa. Aber wir wollten ins Kino einen Film gucken. Es ist aber gar nicht mehr weit. Ja. Erst rechts, dann links, dann rechts, dann links, links. Und da ist die Shanti-Villa. So. Ihr habt mich also nur als Taxi benutzt, ja? Ja, Tante. Tante? Danke, Tante. Na, du bist ja ein super Typ. Spielst auch noch mit bei diesem kindischen Blödsinn. Und lass mich dann noch aus. Ich lache doch nicht über Sie. Ich lache über Ihre Nase. Wenn Sie brüllen, dann zuckt die Spitze so. Wie wenn man einen Luftballon loslässt.
Na los, na los, na los, wiedersehen! Das kriegt ihr zurück! Das war nicht anständig von dir, Rohit. Wenn dich jemand um Hilfe bittet, sollst du ihm nach besten Kräften helfen und keine albernen Witze reißen. Ja, aber sonst hätten wir den Film verpasst. Was habe ich dir heute Morgen noch aus den Heiligen Schriften vorgelesen? Hm? Ein Mensch, der anderen hilft, braucht nichts zu fürchten, denn Gott steht auch ihm in der Not bei. Hast du nicht zugehört? Doch, ich habe zugehört. Aber nicht dran gedacht. Versprich mir nur, dass du dich bei dem Mädchen entschuldigen wirst, wenn du sie wieder triffst. Sag, es tut mir leid. Ja, mach ich, okay. Was ist das, Mama? Das ist der Computer, den dein Vater gebaut hat. Papa hat Computer selber gemacht? Mhm. Mit seinen selbstgebauten Computern und Instrumenten wollte er Kontakt aufnehmen mit Wesen, die auf weit entfernten Sternen wohnen. Wohnt jemand auf den Sternen, Mama? Ja. Mama, ich habe keine Wesen gesehen. Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen können. Und doch existieren sie. Was ist denn? Party! Also stimmt's oder habe ich recht? Das ist so gut. Echt spitzenmäßig. Ach, Habans, deine Witze sind noch genauso komisch wie früher. In der Beziehung hat sich gar nichts verändert. Sonst ist aber nichts wie früher. Raj zum Beispiel. Früher war er so kurz. Und jetzt ist er ein Riese. Jemand muss ihm die Beine langgezogen haben. Hey, du hast zu reden. Du warst meine kurzbeinige, pummelige Heulsuse, die immer Mami, Mami geschrien. Nimm bitte nicht unverschämt, Raj. Nun ist es aber gut. Ihr seht euch nach so vielen Jahren endlich wieder und liegt euch nur in den Haaren. Bleib cool, Mom. Streiten festigt doch die Freundschaft. Hab ich recht? Ganz recht. Hi. Hallo. Monty? Hallo. Hallo. Kimmy? Hallo. Deine Freundin? Nein, nur eine Bekannte. Gib dir was zu spachteln. Einem Mann, der Reis im Magen hat, Gemüse, Fleisch und Soße satt, dem tut der Bauch nicht weh, drum stürzt er das Buffet. So wenig? Noch mehr? Das reicht, komm. Okay. In die geht ganz schön was rein. Dann schwingt mal die Kelle und tut mir ein anständiges Hühnerbein auf. Verzeihung. So, hier gibt's eine Schlange. Dann gehe ich mal hinten anstellen. Wow. Was soll denn das sein? Lamm? Auf jeden Fall ist es viel zu wenig. Leg mir mal schön noch was drauf. Ist mir ja noch was übrig. Hey, hast du dir nicht gerade erst den Teller vollgeladen? Das ist alles schon eine Etage tiefer. In welcher Etage? Na hier. Das gibt's doch wohl nicht. Du bist ja vielleicht gefräßig. Los, Tor. Denk doch mal an die vielen Kinder auf der Welt, die nicht ein Fitzelchen zu essen kriegen. Die würden sich schon über eine Handvoll trockenen Reis freuen. Und du putzt zwei Teller hintereinander weg. Dann geben sie denen doch ihren Teller. Was mische ich mich eigentlich ein? Dann mach auf damit, bitte. Bitte, Nachschub her. Dann wart's doch mal ab. Ist mir schlecht. Bloß weg hier. Ich muss mich weiter trinken. Ich komme um vor Hunger. Ja. Bitte? Nun mach schon. Du? Feier. Oh mein Gott! Da läuft er! Sei nicht entgern mit der Tischdecke! Halte die Erde! Dieser blöde Idiot! Das wird er bereuen! Was denkt er sich nur? Wenn ich den erwische, gibt's mordsmäßig Ärger. Der kann was erleben.
ruhig! Was treibst du da? Willst du was klauen? Nein, ich will mich nur bei ihr entschuldigen. Was? Sieh mal, Raj, wie er sich entschuldigen will. Hat ihr Kaugummi auf den Sitz geklebt? Nein! Oh, das findest du wohl witzig, hä? Raj! Raj! Das ist der Typ! Der Junge von gestern Abend! Idiot, du kommst dir wohl ganz toll vor. Erst hast du dich mit uns angelegt und nun musst du dich auch noch an einem Mädchen vergreifen. Raj, das ist der Kerl, der mich da zur Villa zum Kino gelotst hat. Der mich mit Pudding begossen hat. Und das war noch gar nichts. Wenn wir ihn nicht erwischt hätten, hättest du dir die Haare gleich ganz abschneiden können. Siehst du, Kaugummi. Meine Güte. Sieht so lieb und brav aus und denkt wie ein Krimineller. Den sollte man der Polizei übergeben. Nein. Wegen so einem Schwachmaten die Polizei zu rufen, ist doch witzlos. Lassen wir ihn laufen. Oder, Raj? Hau ab. Na los. Zieh Leine. Raj! Und bitte, ich wollte mich nur entschuldigen, wirklich. Du bist ja ein ganz großer Könner auf deinem Superroller. Also, wenn du mich fragst, Nisha, ist dieser Vogel eigentlich unschuldig? Du bist so hübsch. Du machst jeden verrückt. Ehrlich? Versuchst du zufällig gerade mit mir zu flirten? Weit gefehlt, meine Süße. Manchmal sage ich einfach die Wahrheit. Der Typ wird dich jedenfalls in Ruhe lassen. Er hat eine angemessene Abreibung bekommen. Genau. Er hat es verdient. Nein. Er hätte es verdient, dort mit euch zu sitzen. Er hätte es verdient, so gebildet zu sein wie ihr. Er hätte es verdient, einen gereiften Verstand zu besitzen, wie ihr. Aber mein Sohn wird leider niemals so sein wie ihr. Weil es Gottes Entschluss war, es ihm nicht so leicht zu machen wie euch. Er ist körperlich erwachsen. Aber was seinen Geist angeht, ist er immer noch wie ein Kind. Ein harmloser, unschuldiger kleiner Junge, der nicht immer zwischen Gut und Böse zu unterscheiden weiß. Ihr habt ihn gedemütigt und habt ihm wehgetan. Ihr habt seinen Roller kaputt gemacht. Weil ihr dachtet, er wollte dieses Mädchen belästigen? Er war nicht gekommen, weil er dir Schaden zufügen wollte. Er war gekommen, um sich bei dir zu entschuldigen. Siehst du, er wollte dir zeigen, wie leid es ihm tut. Egal. Im Grunde kann ich dir keine Vorwürfe machen. Du bist gerade erst in die Stadt gekommen. Aber du, Raj, du wusstest, wie es um ihn steht. Er wurde mit Roy zusammen eingeschult. Aber er ist normal. Deshalb ist er vorangekommen, während mein Sohn geblieben ist, wie er war. Aber soll ich euch was sagen? Es tut mir nicht leid, dass er ist, wie er ist. Ich bedauere es nicht. Denn wenn normal sein bedeutet, so zu sein wie ihr, dann bin ich sehr froh, dass mein Sohn Rohit nicht normal ist. Das macht mich sehr froh. Thank you.
Morgen, Pater. Guten Morgen. Rohit? Was machst du in meiner Computerklasse? Sir, Rohit hat sich für Ihren Kurs eingeschrieben. Halt den Mund! Geh und setz dich auf deinen Platz. Ich möchte auch Computern lernen, Sir. Um einen Rechner zu bedienen, muss man etwas im Hirn haben. Und du? Du bist so intelligent, dass du immer noch in der 7. Klasse herumsitzt. Mein Papa war ein großer Wissenschaftler. Er hat auch einen Computer gehabt. Und ich möchte unbedingt wie mein Papa werden. Dann geh doch und lass es dir von ihm beibringen. Er ist nicht mehr in dieser Welt. Dann gehst du eben in seine Welt und besuchst ihn dort. Du treibst mich in den Wahnsinn. Verschwinde! Raus! Raus! Mama? Mama! Ist das tolle Fahrrad für mich? Ja, es ist deins. Danke, Mama. Mann, ist das ein tolles Fahrrad. Total super klasse. Danke, Mama. Bedank dich bei ihr. Sie hat es dir geschenkt. Bei der bedanke ich mich nicht. Und ich entschuldige mich auch nicht. Ich will kein Fahrrad. Rohit. Rede mit ihm. Du bist mit Recht böse auf mich. Ich war ungerecht und gemein zu dir. Aber woher hätte ich denn wissen sollen, dass du nicht irgendwelchen Unsinn anstellen, sondern dich bei mir entschuldigen wolltest. Na komm, vergessen wir es und schwamm drüber, hm? Diesmal entschuldige ich mich bei dir. Es tut mir leid. Aber nicht nur ich, sondern auch Raj, Monty und all die anderen Jungs wollen sich bei dir entschuldigen. Von heute an wird dich niemand mehr ärgern, verlass dich drauf. Und wenn mich doch einer ärgert? Dann verpassen wir beide ihm ein gewaltiges Ding auf die Nase. Ehrlich? Wir beide? Wir zwei sind doch jetzt Freunde. Ehrlich? Natürlich. Na los! Sorry. Ist schon gut. Ihr müsst euch alle bei Rohit entschuldigen. Ist der süß. Sorry, Rohit. Tut mir leid. Hi, Rohit. Hallo. Entschuldigung. Ist schon gut. Siehst du, was habe ich dir versprochen? Bist du nun zufrieden? Ja. Alle mal herhören. Ab heute gibt es keine Gemeinheiten und keinen Streit mehr. Nur noch Freundschaft. Hey, komm, Nisha, tanzen wir. Ich komme gleich wieder. Rohit? Gehen wir tanzen? Nein, danke. Ich weiß nicht, wie das geht. Ach, ich kann das nicht. Du doch nichts weiter zu können. Du musst dich nur festhalten und deinen Körper zur Musik bewegen. Nein, nein. Ich trau mich nicht. Was? Du brauchst doch keine Angst zu haben. Vertrau mir. Ich bring's dir bei. Nein, ich möchte das nicht lernen. Was hast du denn? Du bist ja ganz verschwitzt. Ja. Mir ist warm. Trink eine Cola. Eine Cola. Pass auf. Hier, das wird dich abkühlen und dann brauchst du auch nicht mehr schüchtern zu sein. Nein, danke, ich möchte nichts trinken. Nur einen winzigen Schluck. Das schmeckt ja eklig, das schmeckt ja überhaupt nicht gut. Das schmeckt sehr gut, das schmeckt sehr gut. Guck, ne, trink ein Schlückchen, dann gehen wir tanzen. Was
soll denn der Unsinn? Habt ihr ihm etwas Schnaps eingeflößt? Ein bisschen Rum verträgt er schon. Der Junge sieht ziemlich erwachsen aus. Habt ihr schon vergessen, was ich gesagt habe? Ihr sollt Rohit in Ruhe lassen, aber ihr seid so mies. Ich schäme mich für euch. Los, komm, Ruh. Rohit? चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया ये तूने क्या किया इधर चली मैं उधर चली जाने कहां मैं किधर चली इधर चली मैं उधर चली जाने कहां मैं किधर चली अरे फिसल गई ले तेरे संग हो चली बताऊं मैं इधर चली मैं
इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया ये तूने क्या किया मैं तेरे संग हो चली ये तूने क्या किया मैं तेरे संग हो चली Was ist denn, Sukwani? Was machen Sie da? Na, was wohl? Guten Tag. Also, was soll der Blödsinn? Das fragen Sie mal besser Ihren Sohn Rohit. Ich lebe seit Jahren in einem Haus mit kaputten Fenstern. Ich habe mich daran gewöhnt. Der Wind wehte rein, der Monsun regnete rein, die liebe Sonne schien herein. Seit er die Fenster in Ruhe lässt, wird es mir zu stickig. Ich krieg keine Luft da drin. Darum müssen Sie doch nicht gleich die Scheiben einschlagen. Es wäre viel einfacher, wenn Sie die Fenster aufmachen. Oh. Warum konnte mir das nicht einfallen? Ein großartiger Vorschlag, meine Liebe. Ehrlich, ich schäme mich in Grund und Boden. Für einen Polizisten habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ehrlich? Ja, du und Nische, ihr geht miteinander. Wieso denn? Sie hat dir ein tolles Fahrrad geschenkt. Ja. Sie ist mit dir in die Disco gegangen. Ja, sie hat sogar mit mir getanzt. Und dann hat sie dich nach Hause gebracht und gute Nacht gesagt. Ja. Hast du einen guten Nachtkuss gekriegt? Nein. Na, dann ist Nische auch nicht seine Freundin, ihr Blödmänner. Warum nicht? Ein Junge und ein Mädchen gehen erst miteinander, wenn sie sich geküsst haben. Auweia, was soll er denn jetzt bloß machen? Meine Mama sagt, und die kennt sich aus, dass alle Männer Dummköpfe sind, wenn es um die Liebe geht. Oh. Die kennen doch nicht mal die allererste Regel, dass man dem Mädchen den Hof machen muss, ehe man mit der Küsserei anfängt. Hey, deine Mutter möchte ich mal kennenlernen. Hält sie uns Männer echt alle für Dummköpfe? Allerdings. Gut, weißt du, was du machst? Du machst dir ein super tolles Geschenk. Toll, und woher nehme ich das Geld dafür? Ich krieg nur ganz wenig Taschengeld. Denk doch mal nach, Ruth. Du kannst dir doch wenigstens eine Blume schenken. Ja. Nisha? Du hast mir doch von dem jungen Mann erzählt, der geistig auf der Stufe eines Kindes stehen geblieben ist. Genau. Im Internet habe ich einen Artikel darüber gefunden. Ich habe ihn für dich ausgedruckt. Sie schreiben, dass sich solche Menschen am besten entwickeln, wenn man ihnen viel Freundschaft und Liebe entgegenbringt. Denn da? Na, komm rauf. Weshalb versteckst du die Blume? Ich verstecke sie gar nicht. Ich will sie dir nämlich schenken. Oh, wie süß von dir. Danke. Was ist denn? Du bist ja ganz rot geworden. Weil man... Meine Freunde sagen, die haben gesagt, wenn zwei sich küssen, dann ist das Mädchen die Freundin von dem Jungen. Da haben deine Freunde absolut recht. Ich bin deine Freundin, Rohit. Ehrlich? Natürlich. Nisha? Ja, Papa? Also, ich gehe wieder. Nein, nein. Komm doch mit rein. Mama und Papa werden sich freuen, dich kennenzulernen. Papa, Mama, das ist Rohit. Hallo, Rohit. Hallo, Sir. Nimm doch Platz, Rohit. Danke, mach ich. Rohit, magst du was trinken? Tee, Kaffee? Malzkakao. Malzkakao? 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 Ja, trink immer Malzkakao, denn der macht dich stark und schlau. Sehen Sie mich an, ich bin in der 7. Klasse und ich bin der Größte von allen. Das kommt vom Malzkakao. Es ist keiner da. Tut mir leid, Rohit. Schade. Na dann nicht. Aber Sie sollten sich welchen kaufen und dann immer schön trinken. Eine prima Idee. Ich besorge nachher welche. Und dann probieren wir gleich. Gut. Verzeihung. Herr Saxena ist am Apparat. Sagen Sie ihm, ich komme gleich, ja? Nisha, Liebes. Kannst du bitte die Datei für mich abspeichern? Okay. Kennst
Kennst du dich mit Computern aus? Mhm. Zufällig weiß ich, dass du dich ebenfalls dafür interessierst. Bringst du es mir bei? Na klar. Dann komm mit mir nach Haus. Mein Papa hat einen Computer. Das sind Sterne? Ja, mein Papa war ein ganz toller Wissenschaftler. Er hat Leuten auf anderen Sternen Botschaften geschickt. Ehrlich? Natürlich. Drücke Enter, um fortzufahren. Enter. Was ist das? Weiß nicht. Das ist bestimmt ein Projekt von deinem Vater. Hm. Guck mal, Drücktaste B steht da. Da tut sich ja gar nichts. Guck mal, da gibt's auch eine B-Taste. Schließen wir es an und versuchen wir es. Ja. Ah, oh, gut. Oh. Wow. Jetzt kommt C. Oh. Fantastisch. Ja. Drücke F. Oh. Jetzt auf E. Oh. Oh, 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 oh. Sag mal, woher kannst denn du das? Ich kenne die Melodie. Hat mir Mama gezeigt. Nochmal. Aha. Oh, 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 oh. Klasse! Weißt du, Rohit, ich möchte das auch lernen. Das ist ganz leicht. Gib mir deine Hand. Thank you.
करते रहे पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया कोई मिल गया हाँ कौन मिल गया कोई मिल गया कर भी हो पास जाकर भी हो पास इस एहसास के जैसा कोई और नहीं एहसास और नहीं एहसास ये जो भी हो रहा है क्यों जानता नहीं मैं अपने ही दिल की बातें पहचानता नहीं मैं पहचानो 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 दिल तो अपना पहले भी धड़का किया पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया कोई मिल गया हाँ कौन मिल चेहरा मिला पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया कोई मिल गया कोई मिल गया Oh, it come! Das Essen ist fertig! Ein Ausnahmespieler dieser Raj Saxena. Die Kasauli Tigers kämpfen mit Zähnen und Krallen, aber die Blue Bulls wehren sich wie die wilden Stiere. Es steht 58 zu 58 und dann geht Saxena an den Kopf. Ja! Klasse! Und in der letzten Minute dieses spannenden Spiels steht es 60 zu 58. Die Blue Bulls versuchen verzweifelt zu passen, aber die Kasauli Tigers werfen sich dazwischen. Und da schnappt sich Tiger Raj Saxena den Ball, stürmt nach vorne, überquert die Mittellinie und... Tut mir leid. Entschuldigung. Entschuldigung. Mir reicht's. Merkwürdige Dinge gehen da vor sich, liebe Zuschauer. Ein hübsches Mädchen schleppt den Störfaktor vom Feld. Der Kasauli-Tiger blickt versonnen hinterher. Ihm bleibt nur noch, sich auf den Ball zu stürzen. Glück im Spiel und Pech in der Liebe. Welches Spiel ist nun spannender? So ein Glückspilz. Jedenfalls ist Raj Saxena im Ballbesitz. Passt zu Gopika. Der prescht vor. Nein, die Blue Bulls haben sich den Ball geschnappt. Der Oberbulle ist am Ball. Wirft zum Kapitän. Er passt zu Kumar. Und der Ball ist drin. Der Punktestand ist 60 zu 60. Was für ein spannendes Spiel. Schon brechen die letzten Sekunden des Spiels an, liebe Zuschauer. Da ist der Einwurf und die Kasauli Tigers greifen an wie die rasenden Raubtiere. Hören Sie nur, wie die Menge ihre Lieblinge anfeuert. Gopika ist am Ball, passt zu Naru. Der schummelt sich gekonnt an der Blue Bull Verteidigung vorbei und macht einen Traumpass zu Raj Saxena. Er stürmt todesmutig nach vorne und macht den Korb. Yeah! Und die Gewinner unseres Town Club Pokals sind die Kasauli Tigers. Spendiert ihnen einen Riesenapplaus. Ich gratuliere. Danke. Thank you.
Was suchst du hier, Rohit? Ich will auch Basketball spielen. Ein Champion werden. Dann jubeln die Leute mir zu. Oh. So wie Nisha mir zugejubelt hat, ja? Ja. Aber das lernt sich nicht von allein. Wir bringen es dir besser bei. Ehrlich, du willst es mir beibringen? Ja, ja. Das machen wir doch gern. Kommt her, Jungs. Rohit kriegt eine Lektion in Basketball. Ja. Hier, nimm mal. Stell dich in die Mitte. Das wird witzig. Da, fang. Was treibst du denn? Du musst ihn fangen. Auweia. Hat's wehgetan? Tut mir leid. Nein, nein, es geht schon, geht schon. Nichts passiert. Wirf ihn her, los. Auch ich kann nicht sehen. Das hat wehgetan. Oh, der Kleine hat seine Brille verloren. Es tut mir aber leid. Wenn du es nicht lernst, wird Nisha nie für dich jubeln. Wenn du mit mir um Nisha kämpfen willst, wirst du dein blaues Wunder erleben. Ist das klar? Mama sagt, dass Menschen, die böse sind, bestraft werden. Aber ich habe nichts Böses gemacht. Warum werde ich bestraft? Alle machen sich lustig über mich. Wenn du mich nicht beschützt, wer denn dann? Du besitzt doch so viel Kraft. Kannst du mir nichts davon abgeben, Gott? Bitte kannst du mir nicht ein bisschen Kraft geben, Gott. Bitte hilf mir doch. Total ausgefallen. Die ganze Stadt liegt im Dunkeln. Was ist mit dem Ding hier los? Batterien wollen anscheinend auch nicht. Wie es scheint, zieht ein mächtiger Sturm auf.
Ein gewaltiges Unwetter. Inspektor Kahn! Nicht zu fassen. Unglaublich. Nordindien. Im Ferienort Kasauli soll ein UFO, ein unbekanntes Flugobjekt, gesichtet worden sein. Die Weltraumzentren der Welt haben diese Meldung allerdings als Sensationshascherei bezeichnet. Weltweit hat weder eine Radarstation noch ein Satellit Signale dieses unbekannten Flugobjekts empfangen. Doch mit den Geschichten über UFOs verhält es sich wie mit Gespenstergeschichten. Wer eins gesehen hat, glaubt fest daran. Wer keins gesehen hat, wird nie daran glauben. Geschichten über fliegende Untertassen tauchen weltweit immer wieder auf. Ob über der Wüste von Nevada oder den Hügeln von Darjeeling. Regelmäßig berichten Menschen über seltsame Daddy, hast du schon? Phänomene. Aber Beweise konnte noch niemand liefern. Leichtgläubige Gemüter sind jedoch nicht von ihren Überzeugungen abzubringen. Das Gras und der riesige Krater sind Beweis genug, dass das Raumschiff, das gestern Abend über Kasauli geflogen ist, hier gelandet sein muss. Sie haben vollkommen recht. An dieser Stelle muss das Raumschiff gelandet sein. Das ist sensationell. Fast so wie ein Wunder. Denn es bedeutet, dass diese Wesen aus einer anderen Welt sich ausgerechnet unsere Stadt ausgesucht haben, um dort zu landen. Überleg doch mal, was das für uns heißt. Unser bescheidener Ferienort wird auf der ganzen Welt als der UFO-Landeplatz bekannt. Und um das zu feiern, halten wir einen Karneval der Außerirdischen ab. Auf dem Platz wird wie wild gefeiert. Alle haben sich als Aliens verkleidet. Los, komm, Ruth, du musst dich auch verkleiden. Ja. Wartet, ich bin gleich wieder da. Wo bist du, Ruth? Was soll denn das werden? Ich male Augen und einen Mund auf den Krug. Ich will mich als Außerirdischer verkleiden und mit meinen Freunden zu dem Fest gehen. Dich als Außerirdischer verkleiden? Du gehst nirgendwo hin. Warum nicht? Meine Freunde warten alle auf mich. Dann warten sie eben vergebens. Aber warum darf ich nicht? Keine Widerrede. Aber Mama, zum letzten Mal. Ich verbiete dir zu gehen. Schluss. Weg hier. Los, Mama.
Wesen von einer anderen Welt. Außerirdisch also. Was reden Sie denn da, Inspektor Kahn? Habans, es steht nun mal fest, dass ein Raumschiff gelandet ist. Die Vermutung liegt nahe, dass es mit fremden Wesen bemannt war. Jawohl, Sir. Es gibt eindeutige Beweise. Ich habe die Gegend genau inspiziert. Wie man anhand der Fußabdrücke feststellen kann, sind dem Raumschiff einige Wesen entstiegen. Aber was? Eins von den außerirdischen Wesen blieb zurück. Und woher wollen Sie das wissen? Die Aliens haben Spuren hinterlassen, die in den Wald und wieder zurückführen. Aber die Fußspuren eines der Wesen führen zwar in den Wald, jedoch nicht zum Raumschiff zurück. Und wenn das nun tatsächlich die Fußspuren eines Außerirdischen sind? Dann fangen wir ihn. Das wäre ein großer Durchbruch für die Menschheit, bedeutender als die Mondlandung. Es wäre für die Wissenschaft von größter Bedeutung. Und falls er sich als gefährlich erweist? Ja, dann müssen wir ihn töten. Was auch immer passiert, solange seine Existenz nicht eindeutig bewiesen ist, halten wir die Sache streng geheim. Ich möchte vermeiden, dass die Festtagsfreude im Städtchen in Panik umschlägt. Sehr wohl, Sir. Gib dir keine Mühe, mich zu rufen. Mama lässt mich nicht raus. Verzieh dich bitte. Hör auf zu pfeifen, das nervt. Ich komm nicht raus zu dir. Hau ab! Vor, im Wald hat sich ein Alien versteckt. Was ist denn ein Alien? So nennt man Wesen, die von einem anderen Stern kommen. Und wie sehen die aus, die Wesen? Keine Ahnung. Sie könnten aussehen wie Tiere. Vielleicht sehen sie aber auch wie Menschen aus. Ja, können die auch wie Bitu aussehen? Bitu, dein Freund? Ja. Gestern Abend saß ich hier, da kam ein Junge aus dem Wald. Ich hab gedacht, es wäre Bitu. Ich hab ihn angebrüllt und den Krug zerschmissen vor Wut. Da ist er in den Wald gerannt. Aber guck mal. Heute Morgen ist der Krug wieder ganz. Das muss ein anderer Krug sein. Nein, nein, ich habe ja Mund und Augen drauf gemalt. Das ist er, ganz sicher. Oh mein Gott. Das war der Außerirdische. Los, komm, wir gehen ihn suchen. Rohit, wer zerbrochene Krüge wieder ganz macht, bringt noch andere Sachen fertig. Mir ist das nicht geheuer. Du musst keine Angst haben, ich bin doch da. Na los, gehen wir, gehen wir. Na los. Das war wahrscheinlich doch ein Kind. Ja, gut, dann gehen wir. Na komm. Geh weg!
Kannst du von da oben? Die haben ihn als einzigen zurückgelassen. Wir müssen ihm unbedingt helfen. Wenn ihn die Polizei findet, weiß man nicht, was wir mit ihm anstellen werden. Und hier draußen im Wald ist es auch viel zu gefährlich für ihn. Aber was... Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen ihn irgendwo verstecken. Kommst du mit uns mit? Möchtest du unser Freund werden? Guten Morgen, Sir. Morgen. Guten Morgen, Sir. Zugwani? Morgen, Sir. Sie bringen diese Filme für mich zum Entwickeln. Yes, Sir. Und zwar schnell. Inspektor, Sir, ich muss sagen, es erfüllt mich mit Stolz, unter einem so vorausschauenden Mann zu dienen. Ein Polizistengehalt ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Da muss man zusehen, dass man seine Schäfchen bei Zeiten ins Trockene bringt. Was erzählen Sie da für einen Stuss? Ich bin des Lobes voll, Sir. Sie haben da ein Nebengeschäft angefangen, das prächtige Früchte trägt. Sie brauchen sich nicht um Ihr Einkommen zu sorgen. Solange die Feriensaison dauert, haben Fotografen zu tun. Zugwani, tun Sie gefälligst, was ich Ihnen aufgetragen habe. Yes, Sir. Ist dort das Weltraumforschungszentrum? Dr. Subramaniam? Hier spricht Inspektor Khan. Ich habe die Aufnahmen von den Fußabdrücken gemacht, um die Sie mich gebeten hatten. Ich werde sie Ihnen so bald wie möglich schicken. Sir, Ihre Meinung zu diesem Fall ist mir ausgesprochen wichtig. Nisha. Was ist denn? Gibt's ein Problem? Ja, er hat ganz furchtbar geschrien. Na, dann hat er jetzt vielleicht Hunger. Da steht ganz viel zu essen. Er will nichts davon haben. Wahrscheinlich isst er andere Sachen. Was möchtest du essen? Fensterglas! Dachziegel?
Holzgitter. Spinnweben. Nein, Rohit. Er will etwas anderes sagen. Luft? Strahlen? Licht, meinst du? Licht? Licht. Oh, hast du gehört? Er spricht mit uns. Er versteht alles, was wir zu ihm sagen. Rohit, damit steht fest, er besitzt nicht nur große Kräfte, er will auch mit uns kommunizieren. Ja. Aber wie kann er denn Sonnenlicht essen? Davon kann man doch gar nicht satt werden. Wenn man etwas isst, nimmt der Körper Energie aus der Nahrung auf. Es könnte doch sein, dass er Licht in Nahrung umwandelt. Siehst du das? Oh. Sein Kopf? Oh ja. Schnell, versteck dich. Schnell, versteck dich. Komm, sei in der Los. Sag mal, Rohit, was machst du denn so früh hier draußen? Nichts, nichts weiter, Mama. Wir machen gar nichts. Nein. Wir machen gar nichts. Hallo, Nisha. Seit wann bist du hier? Bin gerade erst gekommen. Wie nett. Dann musst du mit uns frühstücken, ja? Toll, geh schon mal vor. Wir kommen gleich nach. Ich muss zur Arbeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Trödet nicht so. Was sucht die Teekanne hier? Bring sie mit, Rohit. Bleib schön im Korb drin, wir kommen gleich wieder, ja? Los, jetzt komm endlich. Bis bald, Nisha. Auf Wiedersehen. Rohit, iss bitte auf, dann kannst du rausgehen. Auweia. Hey, Bitu. Hast du den Ball oder nicht? Nein, Superman. Du hast den Ball aus dem Stadion gehauen. Er ist nicht aus dem Stadion rausgeflogen, sondern in den Schuppen da. Ja, kommt. Ja, wir gehen rein. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hey! Hey! Was habt ihr hier verloren? Rohit, in der Hütte ist jemand. Da ist ein Geist. Nein, drin. Das ist ein blauer Affe. Und der hat unseren Ball geklaut. Genau. Ja, ja. Hey, warum bist du draußen? Ich hab gesagt, du sollst versteckt bleiben. Ball. Du bringst alles durcheinander wegen so einem blöden Ball. Siehst du, jetzt haben dich alle gesehen. Wer ist denn das? Erst müsst ihr uns ganz fest versprechen, dass ihr keinem Menschen ein Wort von ihm erzählt, klar? Versprochen. Das ist mein Freund. Von einem anderen Stern. Hallo. Das Raumschiff, das uns besucht hat. Mit dem ist er gekommen. Sie haben den Arm zurückgelassen. Die anderen sind wieder weggeflogen. Guckt mal. Und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser. Und täglich ging einer über. Ciao!
आज धरती से गगन का, आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का, घटाओं से पवन का हो रहा मिलन। जादू 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 है भाषा, अब कोई नहीं है निराशा। ये कैसा है तमाशा, नई प्यार की है भाषा, अब कोई नहीं है निराशा। चुप है हम भी, चुप हो तुम भी, होती ही सब बातें फिर भी। अरे कैसा रे हुआ ये अजूबा, जादू 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 जादू। दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। तुम्हें आँखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। तुम जो हमसे मिलने आए, हमने सपने कर लो निभाने का वादा। जादू 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 जादू। Hey Leute, was geht ab? Worüber lacht ihr denn so? Haben sich wieder ein paar Marsmenschen und das Volk gemischt? Die Marsmenschen sind doch Schnee von gestern. Uns beschäftigt eine andere brennende Sache. Wir fragen uns, ob Mishas und Rohits Kinder normal oder debil werden. Was redest du da für einen Blödsinn? Na, hör mal, lebst du hinterm Mond? Misha und Rohit sind doch total unzertrennlich. Raj, noch kannst du was unternehmen. Geh dazwischen. Sonst schnappt der Junge sie dir vor der Nase weg. Abans, gibt's schon was Neues über den Alien? Nein, mein Freund. Ich vermute, Inspektor Khan hat Gespenster gesehen. Sonst hätte das Wesen inzwischen irgendwo auftauchen müssen. Das wäre Schach und Matt. Hey, herzlichen Glückwunsch, Dad. Ich habe eine gute Neuigkeit. Ja, was gibt's denn, mein Junge? Dein Junge hat beschlossen zu heiraten. Was? Großartig. Und wer ist die Glückliche? Ihre Tochter. Misha. Das ist ja fantastisch. Du bist ja ein ganz ausgewuffter. Hey, Ladies, habt ihr gehört? Misha und Raj wollen den Bund fürs Leben schließen. Raj, das ist ja wunderbar. Die beiden hätten es nicht besser treffen können, nicht wahr, Indu? Herzlichen Glückwunsch, Rama. Danke sehr. Was ist los? Ich habe was ganz Blödes gehört. Misha will diesen ekligen Raj heiraten. Igitt. Woher weißt du das?
Das haben Mama und Papa gestern Abend im Club gehört und es mir erzählt. Das kann doch überhaupt nicht sein. Nisha ist Rohits Freundin. Ja. Das müssen wir ihm erzählen. Ja, ja, los, komm! Rohit! 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 Nisha! 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 Hi, Nisha. Warum hast du gelogen? Wann habe ich Ja gesagt? Du hast auch nicht Nein gesagt. Und wir haben die volle Zustimmung unserer Eltern. Um die Eltern geht es hier nicht. Du bist ein Lügner. Aber es war keine Lüge. Ich mag dich und du hast mich auch gern. Raj, nur wenn man jemanden leiden kann, muss man nicht heiraten. Und außerdem müssten wir uns erstmal viel besser kennenlernen. Oh, dann können wir es vergessen. So wie du dich aufhörst, lernen wir uns nie richtig kennen. Wie führe ich mich denn auf? Ich bitte dich, Nisha, ich bin doch nicht blind. Glaubst du vielleicht, ich krieg nicht mit, was da zwischen dir und Rohit läuft? Hä? Wie war das bitte? Du meinst, da läuft etwas zwischen mir und Rohit, ja? Okay, in Ordnung. Ganz egal, was da läuft, es geht dich nichts an. Mit wem ich mich treffe, geht nur mich etwas an. Du hast überhaupt kein Recht, dich in mein Privatleben einzumischen. Hast du kapiert? Für diesen Schwachsinnigen weist du mich zurück? Er ist nicht schwachsinnig. Oh. Du scheinst ihm ja sehr nahe gekommen zu sein. Ja, auf jeden Fall näher, als ich dir jemals kommen will. Was ist denn da kaputt gegangen? Hä? Was hast du, Rohit? Rohit? Nisha wird heiraten, Mama. Diesen Raj. Aber wieso regst du dich deswegen so auf? Jedes Mädchen heiratet irgendwann. Aber Nisha ist meine Freundin, Mama. Was? Nisha? Ist deine Freundin? Ja. Du meinst, weil sie nett zu dir ist, muss sie gleich deine Freundin sein? Sie hat mir selbst gesagt, dass sie meine Freundin ist und dass wir miteinander gehen. Das hat sie bestimmt nicht ernst gemeint, Junge. Nisha ist eine gebildete junge Frau. Sie kann dir Freundschaft entgegenbringen. Aber mehr kann daraus nie werden. Warum kann ich mehr daraus werden? Rohit. Rohit. Du bist groß geworden, gewiss. Aber trotzdem bist du immer noch ein kleiner Junge. Du bist nicht so wie die anderen Jungs deines Alters. Warum bin ich nicht so? Warum bin ich nicht so wie die anderen Jungs? Ich habe doch nichts Böses getan. Warum muss Nisha weggehen und mich gelassen? Rohit. Wir wären so glücklich. Wenn dieses UFO damals nicht gekommen wäre, dann wäre dein Vater noch am Leben. Und du? Du wärst wie alle anderen Jungen. Ein UFO? Papa? Was ist passiert, Mama? Wir hatten einen Autounfall. Du warst damals noch in meinem Bauch. Was machst du denn hier? Rohit? Na komm, du musst dich schnell fertig machen. Das Frühstück ist soweit. Ja. Was grinst du so? Versteck dich. Komm bloß nicht raus, sonst fangen die dich. Geh, geh, geh.
Mama? Auf einmal sehe ich gar nichts mehr. Wasch dir die Augen mit kaltem Wasser aus, dann siehst du gleich wieder klar. Auf einmal alles sehen. Erst beklagt er sich, weil er nichts sieht, dann lacht er, weil er alles sieht. Los, beeil dich, sonst kommst du zu spät zur Schule. Zeit für die Computerstunde. Rohit bleibt stehen, er darf dich nicht sehen, sonst brüllt der Fiesling dich wieder an. Ich kann inzwischen mit Computern umgehen. Sag mal, Rohit, wo ist denn deine Brille? Hast du sie vergessen? Ah, die habe ich zu Hause gelassen. Ich kann seit heute Morgen ganz prima sehen. Das geht doch gar nicht. Doch, ich schwör's. Na schön, das wollen wir sehen. Lies doch mal vor, was der Mathelehrer da gerade an die Tafel schreibt. Wenn sich eine Drehscheibe 720 Grad in einer Sekunde dreht, wie viele Umdrehungen schafft sie dann in einer Minute? So, rechnet das aus, Jungs. Sind 120 Umdrehungen. Was? Wie lange? Rohit? Wer hat hier geantwortet? Rohit? Du hast eine Aufgabe der Oberstufe im Kopf gelöst? Ja. Du kannst reinkommen. Sag mal, hast du einfach geraten oder... War das denn die richtige Lösung? Sie ist vollkommen richtig, aber wie bist du drauf gekommen? Das weiß ich auch nicht. Ich hab's beim Lesen plötzlich gewusst. Rohit hat... Das glaube ich einfach nicht. Ich habe es auch nicht fassen können, Sir. Aber es ist tatsächlich so. Wo ist Rohit? Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du in meiner Computerklasse nichts verloren hast? Geh und lern Holzfäller oder Schmied. Immer wieder kommst du hier an und ich muss dich beleidigen und rauswerfen. Mr. Mathur? Redet man so mit seinen Schülern? Pater, der Junge hat einen IQ von ungefähr null. Der könnte eher einen Arzt gebrauchen als einen Lehrer. Überzeugen Sie sich. Also pass auf. Sag mir, wie man einen Ordner, ohne ihn zu öffnen, von einem Laufwerk in ein anderes Laufwerk kopieren kann. Mr. Mathur, Sie stellen Rohit absichtlich eine schwierige Frage, um ihn bloßzustellen. Zuerst geht man in den Dateimanager. Wenn der Dateimanager geöffnet ist, führt man den Pfeil zu dem Ordner, klickt links und hält fest. Dann zieht man mit der Maus den Ordner zum anderen Laufwerk und lässt los. So werden Ordner kopiert. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Oh, woher weißt du das? Sie haben doch gesagt, ich soll von meinem Vater lernen. Und von meinem Papa habe ich das gelernt. Sie sind Lehrer, Sir. Sie haben die Verantwortung für Tausende von Schülern. Sie müssen sie ermutigen, damit sie im Leben vorankommen. Computer haben keine Menschen erschaffen. Menschen haben Computer erschaffen. Und was das menschliche Gehirn kann, wird ein Computer niemals können. Geben Sie nie einen Menschen auf, weil Sie glauben, er sei klein, Sir. Weil alles, was klein ist, immer noch wachsen und groß werden kann. Du warst spitze. Es war ihm voll peinlich, dem alten Fiesling. Ja. Sag mal, Rohit, wie kommt es eigentlich, dass du auf einmal so schlau bist? Freut euch nicht darüber, Jungs. Du vergisst uns jetzt sicher, was? Gibst dich nur noch mit den Großen ab. Quatsch, was soll ich mit denen? Ihr seid meine Freunde. Und das bleibt auch so. Hey, Rohit, kick den Ball rüber. Der Typ kann doch nicht kicken. Mami ist kleiner Jammerlamm. Was glotzt du so? Würstchen, hast wohl Spinat gegessen? Hey, zeig sie. Rohit, aber toller Schlag. Rohit, hast du jetzt auch noch Superkräfte gekriegt? Ja.
Wow, guck mal, die Muskeln. Und was für Hui, welche. Seht euch mal diesen Ballon an. Großmaul, siehst du das? Glotz nicht so, trau na dich doch. Na los, komm mal. Na mach schon, na komm her. Du hast wohl deinen Spinat nicht aufgegessen. Das nächste Mal hau ordentlich rein, dann können wir auch kämpfen. Warum hast du mich herbestellt? Rohit, bist du sauer auf mich? Ja. Wieso? Weil du nicht mehr meine Freundin bist. Du heiratest Raj. Ich habe nicht vor, Raj zu heiraten. Ehrlich nicht? Ich habe ihm einen Korb gegeben. Na, ein Glück. Das hätte mir überhaupt nicht gefallen. Mir hätte es auch nicht gefallen. Siehst du, wir haben beide denselben Geschmack. Ja, wir haben denselben Geschmack. Und wir verstehen uns auch sonst sehr gut miteinander. Deswegen wollte ich dich auch hier treffen, um etwas klarzustellen. Jedes Mädchen wird früher oder später heiraten. Jedes Mädchen wünscht sich eine eigene Familie, verstehst du? Ja, das stimmt schon. Dann mal los. Sag mir, was für Jungen dir gefallen, dann finde ich einen für dich. Du willst einen für mich aussuchen? Ja, wir haben doch denselben Geschmack. Wenn mir einer gut gefällt, musst du ihn auch gut finden. Dann schieß mal los. Wer käme für mich in Frage? Das Banti, Bittu, Aslam, Chotu, eine Menge. Rohit. Das sind aber kleine Jungs. Nimm mich. Ich bin doch groß. Das wird ein Spaß. Wir werden immer zusammen sein, rumfahren, albern sein und morgens und abends gibt's immer Malzkakao. Rohit, verheiratet zu sein bedeutet nicht bloß, dass man Spaß hat. Eine Ehe bedeutet, dass man große Verantwortung trägt. Aber das Wichtigste ist, dass der Mann seiner Frau viel Liebe schenkt. Auf Liebe allein kann man kein ganzes Leben gründen, Rohit. Jede Frau wünscht sich, dass der Mann ihres Lebens auch reif ist und körperlich stark. Bin ich körperlich stark genug? Ja. Ein bisschen unreif im Kopf, nicht? Nein. Bloß. Vielleicht hast du ja recht. Aber warte nur. Ich werde reifer. Der Kerl ist nicht mehr aufgestanden, so habe ich ihm eine reingehauen. Und Nisha, die war ganz hin und weg von meiner Kraft. Und der Ball, den habe ich so hoch geschossen, dass er richtig geflogen ist. Geflogen, geflogen. Das hast du gemacht. Das hast du für mich getan, Jadu. Danke, Jadu. Danke, Jadu. Jadu. Danke. Nein, Mama, keine Angst, das ist Jadu, er ist mein Freund. Geh weg von ihm, Mama. Geh bloß weg von ihm. Mama, schrei doch nicht so, bitte. Mama, sei doch mal ruhig. Mama, beruhige dich doch und hör mir zu. Geh bloß weg, Mama, du. Mama, bitte. Oh, verschwinde doch, Mama, bitte, setz dich hin, Mama, und hör mir erst mal zu. Mama. Was? Das Raumschiff, das da war, mit dem ist er gelandet. Was? Ich habe ihn im Wald gefunden und hergebracht. Seitdem ist er bei mir. Er ist nicht böse. Wir sind Freunde. Freunde? Bist du verrückt geworden? Er bleibt keine Sekunde länger aber hier. Ich verständige sofort die Polizei. Mama, warte, bitte hör mir doch mal zu. Was hast du dir dabei gedacht, ihn hier zu verstecken? Mama, er hat mir so geholfen, du darfst ihn nicht der Polizei übergeben. Mir geholfen? Red kein dummes Zeug. Sieh mich doch mal an, Mama, sieh mich an. Hör mir doch mal zu. Ich will weder irgendetwas sehen noch etwas hören. Hallo? Mrs. Mira? Hier spricht Pater Rodriguez. Sagen Sie, wie haben Sie das nur geschafft? Ruhid hat sich komplett verändert. Die ganze Schule staunt über sein Wissen und seine Intelligenz. Wir haben beschlossen, dass Ihr Sohn unverzüglich in die 10. Klasse wechseln soll. Haben Sie das gehört? Was ist denn, Mama? Wer hat angerufen? Das war dein Rektor. Er hat gesagt, du sollst in die 10. Klasse wechseln. Aber nur, weil es keine höhere als die 10. Klasse gibt. Wie ist das möglich? Wie nur? Das Wunder hat Jadu vollbracht. Sieh mich doch an. Ich bin nicht mehr der alte Rohit. Rohit? Wo ist deine Brille? Ich kann prima ohne sehen. Und ich bin unheimlich klug. Jetzt kann ich dir mal Sachen erklären und dir etwas beibringen. Oh!
Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Das ist Dr. Steven. Hallo. Dr. Subramaniam. Dr. Heinz. Hallo. Und Dr. Ferguson. Hallo. Sie sind alle vom Weltraumforschungszentrum. Verstehe. Meine Herren, unser Distriktverwalter, Mr. Saxena. Seine Ehre. Sir, nach Prüfung der Aufnahmen von Inspektor Khan sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass es sich tatsächlich um einen Alien handelt. Wir sind hier, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Das bedeutet also, Khan, dass Ihre Vermutung richtig war. Bitte sagen Sie mir eins, Doktor. Sind diese außerirdischen Wesen als feindselig anzusehen? Feindselig? Das denke ich nicht. Wenn sie feindselig wären, vermute ich, dass sich längst etwas ereignet hätte. Es sind uns jedoch keine Vorkommnisse bekannt geworden. Das kann aber genauso gut bedeuten, dass das Wesen gestorben ist. Das kann gut sein. Aber auch seine Leiche ist von Bedeutung für die Wissenschaft. Um den Außerirdischen lebend oder tot zu fassen, muss ich das ganze Gebiet durchsuchen. Dazu brauche ich zusätzliche Männer. Sollen Sie haben, Inspektor. Aufgepasst! Hier kommt. Hey, Jadu! Wie sehe ich aus? Was ist denn mit dir passiert? Ach, ich rede nicht mit kleinen Kindern. Ich bin aus dem Spielalter raus. Ich werde jetzt Disco-König. Bis dann, ihr abgebrochenen Meter. Was? Rohit im Disco-Look? Ja, Nisha. Er hat gesagt, er ist aus dem Spielalter raus und will jetzt Disco-König werden. Wirklich? Hallöchen. Rohit, was machst du denn da? Ich übe. Du übst? Ja. Siehst du da? Ich bin doch etwas unreif. Darum muss ich schnell erwachsen werden, sonst lachen dich die Leute aus. Wieso nicht? Wieso sollen mich die Leute auslachen? Wir beide sind doch ein Paar, nicht? Wenn ich so unreif bleibe, werden die Leute dich auslachen. Rohit. Das war Spitzenklasse. Wir bitten um Applaus. Ja, die waren echt spitze. Und unser nächster Kandidat ist... Rohit Mehra! Rohit, du nimmst an dem Tanzwettbewerb teil? Ja, wieso nicht? Wünsch mir viel Glück. Warte, Rohit, jetzt hör doch bitte mal Nein. zu. Jetzt sei mal still und genieß die Show. Aber... Hörst du, Rohit? Sie buhnen dich aus. Das genügt. Gehen wir. Nein, nein. Lass mich, Nisha. Gleich noch einmal. Musik! Pass mal auf. Rohit, jetzt hör doch bitte auf mit diesen Kindereien. Na komm. Na schön, ich bin weg. Noch einmal. Musik! Thank you.
could be you. And you could be something. Are you ready to vibe? Come on, everybody, and vibe with me. Danke. Du bist echt spitze. Danke. Toll. Na, bin ich reif genug? Du, wie machst du? Du bist so... Rohit? Das war erst der Anfang. Wart nur ab, was noch alles passiert. Ein Ball ist nichts für kleine Jungs. Platzt er, ist bei dir auch die Luft raus. Mal gucken, wem hier die Luft ausgeht. Spielen wir eine Runde. Du bist ja siegessicher. Nach dem Spiel sprechen wir uns wieder, Giftzwerg. Okay, gehen wir's an. Der Einsatz? Euer Pokal. Derjenige, der den Pokal gewinnt, der darf Nisha küssen. Alles klar? Alles klar. Nisha. Freu dich schon auf meinen Kuss. Kuss? Ich habe ihn zu einem Basketballmatch rausgefordert. Wer es gewinnt, der bekommt einen Kuss von dir. Was? Bevor ich Raj küsse, falle ich tot um. Mich würdest du aber, ja? Als ob du gewinnen würdest. Rohit, Tanzen und Basketball haben nichts miteinander zu tun. Du bist verrückt, wenn du denkst, du gewinnst. Hast keine Mannschaft und willst gewinnen. Du bist wohl voll am Spinnen. Jetzt gibt's eine Pleite. Raj haut dich breit, ey. Alles klar? Wieso? Ihr seid doch meine Mannschaft. Was? Wir? Die Typen sind monstergroß und wir sind kurz und nicht klein. Mal richtig hochspringen können wir, siehst du? Wahnsinn! Spiel. Heute erwartet uns ein einzigartiges Spiel zwischen den Kasauli Tigers, Gewinnern des Town Club Pokals, und dem Herausforderer Rohit Mehra und seiner Mannschaft, die sich die Panduas getauft haben. Liebe Zuschauer, begrüßen Sie die Panduas! Sehe ich denn da? Sind das die Panduas oder kleine Panda-Bären? Jadu, verhalte dich ganz ruhig. Und der Schiedsrichter hat angepfiffen. Das Spiel beginnt. Der Ball wird zum Jump geworfen. Und schon setzt Raj Saxena den Vorteil seiner Körpergröße voll ein und passt den Ball zu seinen Spielern. Ein Tiger hat den Ball angenommen und dribbelt nach vorn. Und passt. Tiger 2 täuscht an und der Ball landet bei Raj Saxena. Er geht nach vorn. Aber, liebe Zuschauer, was sehe ich da? Rohit Mehra hat den Ball erobert, prescht vor, spielt seinen Gegner aus, tunnelt durch die Beine, trickst Saxena aus, ran an den Korb, springt hoch und stoppt den Ball rein. Dunking! Das Spiel wird erneut vom Schiedsrichter angepfiffen. Monty passt zu Raj Saxena, der dribbelt und passt. Aber da, Rohit Mehra fängt den Ball ab und es scheint wie eine Wiederholung des letzten Spielabschnitts. Er prescht nach vorn, die Kasauli Tigers sind machtlos und er steigt wie ein Pfeil und stoppt den Ball in den Korb. Dunking! Liebe Zuschauer, wieder ein Korb. Die Leute klatschen begeistert und die Anzeigetafel zeigt weitere Punkte für die Panduas. Das Spiel geht weiter. Die Kasauli Tigers sind im Ballbesitz. Sie passen den Ball um die Zone herum. Pass zu Raj Saxena. Er steigt und wirft. Aber Rohit Mehra schaut sich hoch und fängt den Ball ab. Ein Panua fängt ihn. Der Tiger geht dazwischen. Aber Rohit lupft ihm den Ball ab. Er dribbelt wie ein Weltmeister in den Korb. Und da, liebe Zuschauer, er springt hoch. Und schon wieder ein Dunking. Kommt her, Jungs. Wir nehmen Rohit in die Pressdeckung.
Alles klar? Okay. Gimme five. Yeah! Und wieder pfeift der Schiedsrichter das Spiel an. Im Ballbesitz sind die Kasauli Tigers. Aber was ist da los? Die Tigers nehmen Rohit in die Pressdeckung und setzen ihn so außer Gefecht. Und da! Ratsch, zack, hin, aber springt einen kleinen Gegner, stürzt nach vorn zum Korb, springt und Dunking! Yeah! Die Fans der Tigers sind erleichtert. Die Tafel zeigt die ersten Punkte für die Pokalsieger an. Die beherzten Panda-Bären sind wieder im Spiel. Sie passen sich gegenseitig den Ball zu. Rohit Mera wird immer noch umzingelt. Er kann nicht eingreifen. Seine Kindermannschaft ist machtlos. Die Tigers gehen zum Korb, passt zu Saxena und wieder ein Korb! Tigers jubeln, die Panda-Bärchen sind bedrückt. Rohit immer noch außer Gefecht gesetzt. Passt zu Saxena, der dribbelt nach vorn. Rohit nimmt die Verfolgung auf, aber was sehe ich da, liebe Zuschauer? Rohit Mera geht zu Boden. Ist er hingefallen oder wurde er gefolgt? Ratsch, Saxena nutzt die Gelegenheit, rennt nach vorn und macht wieder den Call. Die Kleinen beschwören den Schiedsrichter. Sie sagen, es war ein Foul, doch der Schiedsrichter meint, Rohit sei gestolpert. Wie auch immer, verehrte Zuschauer, der Spielstand ist 6:6. Und weiter geht's. Der kleine Panda im Ballbesitz wehrt sich wacker, versucht zu springen, vergebens und passt den Ball zu Rohit Mera. Der dribbelt nach vorn, wird eingekreist und passt den Ball zu einem Mitstreiter. Der fängt auch, versucht verzweifelt zu passen, doch gegen die riesigen Tigers ist der kleine Mann machtlos. Weg ist der Ball. Die Tigers stürmen nach vorn und zack, ein weiterer Korb. Was ist los? Warum springt ihr nicht? Wir versuchen's ja, aber wir kommen nicht hoch. Ja. Wie mir scheint, haben die Herausforderer sich übernommen. Die Kasauli Tigers beherrschen das Feld und passt zu Saxena. Der rennt locker nach vorn und legt wieder einen Korb. Die Anzeigetafel kommt kaum nach. Ein Korb jagt den anderen und schon wieder drin. Es tut fast weh, den verzweifelten Bemühungen der Panduas zuzusehen, während die Sache für Ratsch Saxena ein rechtes Kinderspiel zu sein scheint. Die Kleinen springen hoch und versuchen, den Ball abzufangen, doch der Tiger platziert ihn unbeirrt im Korb. Das Match gegen die Herausforderer scheint für die Tigers kein Kampf zu sein, sondern eine Aufwärmübung. Und ein weiterer Call! Die Begeisterung schlägt hohe Wellen. Die Tiger-Fans sind völlig aus dem Häuschen. Da pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit. Jadu? Jadu, was ist denn los? Warum können wir nicht richtig springen? Nicht. Was meint er? Jadu zieht Kraft aus dem Sonnenlicht. Er besitzt keine magischen Kräfte, solange kein Licht auf ihn fällt. Dann haben wir keine Chance, solange die Sonne nicht scheint. Was machen wir nur? Gott, ich bitte dich, lass den Himmel aufreißen. Und mit dem Pfiff des Schiedsrichters geht es in die zweite Halbzeit des Spiels um den Town Club Pokal. Erneuter Jump. Die Spieler der Kasauli Tigers sind im Ballbesitz. Kopika passt zu Naru. Naru spielt Saxena an. Er geht nach vorn und wirft. Der Ball ist in der Luft. Da schlägt Rohit den Ball, dann wird jedoch noch in der Luft übel vom Korbjäger gefault und stürzt. Rohit! Die Tigers nutzen die Chance, die ihnen Rohits Sturz bringt und machen massiv Druck, greifen an wie die Berserker. Die kleinen Pandas geben ihr Bestes in der Verteidigung, doch sie haben keine Chance gegen die Säbelzähne. Die Kasaulis greifen wieder an, da schnappt sich Rohit Mera den Ball und passt ihn zu seinem Mitspieler. Eine macht einen gewaltigen Satz, passt den Ball zu einem anderen Panda, der schon am Anfang auf den Korb ist und die Pille versenkt. Das ist ja unglaublich. Was war das? Irgendwas Seltsames ist da im Schwange. Aber was auch geschehen mag, liebe Zuschauer, die wundersamen Flugkünste der Pandas machen unheimlich viel Spaß. Jadu, Nisha, Jadu. Das Spiel geht weiter. Kasauli Tigers im Ballbesitz. Ratsch Saxena dribbelt nach vorn zum Korbplus. Und schon schnappt sich ein fliegender Panda den Ball. Der nächste steigt wie ein Drachen und passt zu Rohit Mera, der in die Fluge fängt und einen unglaublichen Korb macht. Wir kämpfen alle für alle! Und alle für ein! Die Tigers gucken verdutzt, doch ihr Angriffswille ist ungebrochen. Saxena feuert seine Mitspieler an. Und schon stürmen die Tigers wieder zum Angriff. Sie bilden eine Kette. Dadurch ist Rohit Mera abgeschnitten. Doch da fliegt ein junger Spieler über die Menschenmauer. Er schnappt sich den Ball von Ratsch Saxena und passt ihn zu Rohit. Er springt hoch und macht den Korb! Ja! Es ist unfassbar, meine Damen und Herren. Die Zuschauer rasten aus vor Begeisterung. Ich brauche nicht einmal nach unten zu sehen, um dieses wahnwitzige Spiel zu kommentieren. Alles spielt sich direkt in Augenhöhe ab. Die Tiger stoßen sich gegenseitig um, die Kinder spielen nur noch in der Luft. Die berühren kaum noch den Boden. Da fliegt er hin und ja, wieder ein Korb. Was war das? Jetzt werden die Kleinen richtig keck. Sie führen die Großen vor. Das Spiel ist unglaublich spannend. Die Pandas holen auf. Ruhig! Und er, ich glaube es nicht, mir bleibt die Luft weg. Entschuldigung, tut mir leid.
Spannung ist zum Zerreißen, verehrte Damen und Herren. Wie scheint, wollen die Kleinen die Tigers nicht nur besiegen, sondern regelrecht fertig machen. Der Ball fliegt hin und her, die Großen haben das Nachsehen. Es ist zum Schreien. Ratsch, Saxena ist völlig aus der Puste, während die Kinder zaubern. Die Kleinen erweisen sich als ganz groß. Verehrte Zuschauer, die Körbe werden wie am Fließband gemacht. Die Anzeigetafel kommt kaum nach. Noch 25 Sekunden bleiben zu spielen. Die Panwas stehen bei 48 und die Kasauli Tigers bei 49 Punkten. Wir sind unglaublich gespannt, welche Mannschaft den Sieg und damit den Town Club Pokal davontragen wird. Da kommt der Einwurf. Saxena im Ballbesitz. Hochkonzentriert passen sich die Tigers den Ball zu, über die Köpfe der Zwerge hinweg. Sie geben ihr Bestes, bleiben im Ballbesitz. Es geht ums Ganze. Kopika täuscht, passt zu Saxena. Der Brecht nach vorn zum Korb, zum alles entscheidenden letzten Wurf, selbst zum Korb vorbei. Schuss, doch wieder fängt ruhig den Ball kurz vor Versenkung ab. Es sind noch 10 Sekunden zu spielen. Ruhig, Mera fliegt über das ganze Feld, schlägt Salty in der Luft, katapultiert sich zum Korb und das Dunking aller Dunkings! Meine Damen und Herren, Endstand 50 zu 49! Auf der einen Seite des Feldes die besiegten Kasauli Tigers mit eingezogenen Schwänzen, während sich die glücklichen Panguas mit stolz geschwellter Brust anschicken, den Town Club Pokal entgegenzunehmen. Roet Mera und seine Mannschaft gewinnen den Town Club Pokal! Und der Kapitän hat doppelt Grund, sich zu freuen, denn er gewinnt zusätzlich ein fantastisches Motorrad! Roet! Später küssen. Vorher wird es nochmal feierlich. Also, wenn ich bitten darf, her mit dem Motorrad! Ich glaub das einfach nicht. Die Kinder haben fliegen gelernt. Wie kann das sein? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wir müssen sie zum Sprechen bringen. Was sagst du da, Havans? Nur die Wahrheit. Ihr habt meinen Sohn beleidigt, trotz unserer Freundschaft. Der arme Kerl ist zum Gespött der ganzen Stadt geworden. Und an all dem ist deine eigensinnige Tochter schuld. Es tut mir wirklich sehr leid, Havans. Ich hab versucht, sie zur Vernunft zu bringen, aber... Was soll das heißen, hä? Du meinst, wenn Nisha unbedingt darauf besteht, Rohit zu heiraten, obwohl du weißt, dass dieser Knabe verrückt ist, wärst du bereit, sie dem Bekloppten zur Frau zu geben? Nur bekloppt zu sagen, reicht nicht, Onkel. Die Bezeichnung bekloppt allein beschreibt noch nicht den Grad der Beklopptheit. Und außerdem lässt sie offen, um welche spezielle Form von Bekloppt es sich handelt. Nehmen wir zum Beispiel Schizophrenie, gleich schwer bekloppt. Megalomanie ist leicht bekloppt. Obsession ist schwer bekloppt. Psychopathisch total bekloppt. Zwangsneurose zwangsbekloppt. Und auch Beklopptheit zählt zur Beklopptheit. Und Beklopptheit ist ein sehr dehnbarer Begriff. Irre, Trottel, Idis gelten als bekloppt. Tore, Deppen, Tröpfe gelten als bekloppt. Es gibt Bekloppte, die anderen Bekloppten als bekloppt erscheinen mögen, aber nicht bekloppt sind. Andere Bekloppte wiederum sind vollkommen bekloppt, aber ihre Beklopptheit ist von außen nicht zu erkennen. Das war ein kurzer Abriss über Beklopptheit. Aber warum stehen denn alle auf? Bitte, nehmen Sie wieder Platz. Tante, ich hätte gern einen Malzkakao. Danke. Ja? Wir sind uns also einig. Es gibt viele Spielarten von bekloppt. Nervöses Beinzittern deutet auf Beklopptheit hin. Und Sie bezeichnen mich als bekloppt. Ja, ich bin bekloppt, weil ich verrückt vor Liebe zu Ihrer Tochter bin. Ich bin verrückt vor Liebe zu Nisha. Vor Liebe? गई रे हैला हैला जा तरस गई रे
Johanna. Julia, Julia, Julia. प्यार था ये पुराना कह दिया कह दिया कह दिया Warum haltet ihr an? Ihr könnt doch so gut über uns hinwegspringen. Warum versucht ihr es nicht nochmal mit ein paar Sprüngen? Was guckst du denn nach unten? Was habt ihr in der Tasche da? Weg hier! Die Sonne ist untergegangen. Wir müssen Jadu in Sicherheit bringen. Inspektor, Sir, ich sehe es mit eigenen Augen vor mir. Ah!
folgt mir! Schnell! Los, mach die Tasche auf. Jadu, wie bist du entkommen? Entkommen? Du hast unheimlich Glück gehabt. Die haben sicher Augen gemacht. Was ist los, Rohit? Mama, ist Jadu hier? Ja, da drin. Was ist passiert? Inspektor Khan hat mich ganz seltsam angesehen. Ich glaube, er ahnt etwas. Wir müssen Jadu woanders verstecken. Bringen wir ihn zu mir nach Haus. Mama und Papa sind heute nicht da. Nein, bei mir ist er sicherer. Keiner wird vermuten, dass Jadu ausgerechnet in unserem Haus versteckt ist. Nur, wie lange wird er in eurem Haus sicher sein? Irgendwann wird man ihn aufspüren. Nein. Ich nehme Jadu mit. Und wir gehen weit fort von hier. Wenn ihm die Polizei erst auf der Spur ist, kannst du ihn an keinem Ort der Welt mehr verstecken, Rohit. Aber was sollen wir denn machen, Mama? Es gibt nur einen einzigen Weg, sein Leben zu retten. Er muss dahin zurückkehren, von wo er gekommen ist. Nein, Mama. Nichts und niemand kann mich von Jadu trennen. Solange ich da bin, wird keiner meinen Freund anrühren. Rohit. Deine Mutter hat recht. Du musst ihn gehen lassen, dir bleibt keine andere Wahl. Jadu will nicht von Rohit fortgehen. Jadu, der Abschied wird für uns alle sehr schmerzlich. Aber verstehst du, es ist besser, wenn du gehst. Wenn Jadu hier fortgeht,
Geh, Jadu, nicht allein fort. Was meint er damit? Dass mit ihm auch all die Kräfte verschwinden werden, die er mir verliehen hat. Jadu. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde einfach der Rohit sein, der ich vorher war. Rohit, geh, mein Sohn. Geh. Sonst läuft euch die Zeit davon. Bitte vergiss uns nicht, Jadu. Was ist los, Rohit? Sie antworten nicht. Rohit! Wir wissen, dass der Außerirdische bei dir versteckt ist. Widerstand ist zwecklos. Du musst ihn uns ausliefern. Wir haben euer Haus von allen Seiten umstellt. Ich zähle jetzt bis 10. Wenn du uns den Alien dann nicht ausgeliefert hast, dann stürmen wir das Haus ohne Rücksicht auf Verluste. 1 2 Jadu, tu doch was, Jadu. 3 4 Sie antworten uns, Mama. 5 6 Gib uns die Kreatur! Niemals! Bring uns nicht zum Äußersten! Sonst sehen wir uns gezwungen, Gewalt anzuwenden! Machen Sie, was Sie wollen, Khan! Ich werde ihn niemals ausliefern! Holt ihn euch! Lasst meinen Sohn zufrieden!
Sauli-Basis, bitte kommen. Hier spricht Khan. Der Konvoi trifft jeden Moment ein. Ich lasse dich nicht los. Jadu. Rohit. Rohit. Nein, Jadu. Mama, wo ist Jadu, Mama? Sie haben ihn weggebracht. Wohin? Ich sage es euch. Ja, ich. Niemals habe ich so viel Liebe und Freundschaft gesehen. Sie wollen deinen Freund nach Delhi bringen und dann in die USA. Rohit, wenn du ihm all das Gute vergelten willst, das er dir getan hat, dann kommt jetzt der Moment. Geh, rette Jadu und beweise damit, dass es auf dieser Welt noch Menschlichkeit gibt. Geh, Rohit. Hier. Jadu? Raus! Geben Sie Gas, verdammt!
ihr? Wo ist Rohit? Den finden Sie nicht. Da können Sie lange suchen. Der junge Mann, der dem Außerirdischen Unterschlupf gewährte, wurde gestern Abend festgenommen. Der Fall Rohit Nera wird heute vor Gericht entschieden. Der Ausgang des Verfahrens ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. Hier ist Rieti Savins, Nachrichtenkorrespondentin der CNews, mit einem Bericht aus Kasauli. Heute wurde im örtlichen Gericht das Urteil im Fall Rohit Nera gefällt. Er wurde freigesprochen, da er als unzurechnungsfähig gilt. Alle Bürger der Stadt haben sich im Stadion versammelt, um den jungen Mann willkommen zu heißen.
Rohit Mehra gab der Welt ein leuchtendes Beispiel für Liebe und Freundschaft, als er es dem Alien, mit dem er sich angefreundet hatte, ermöglichte, auf seinen Heimatplaneten zurückzukehren. Und nun wollen wir alle gemeinsam den jungen Helden willkommen heißen. Ist das toll. Ruth hat immer gesagt, dass er mal berühmt werden wird. Jetzt jubelt ihm die ganze Stadt zu. Danke. Danke. Du fehlst mir, Jadu. Ich kann mir vorstellen, was du denkst, Rohit. Jadu hat zwar seine Kräfte mitgenommen, aber meine Liebe zu dir ist noch da. Hey, unser Held ist wieder zurück. Was glotzt du so, Trottel? Dein Kumpel mit den Superkräften ist nicht mehr da? Nun zeig mal, was du drauf hast. Gehen wir, Rohit. Komm. Ja, rette ihn nur. Zieh ihm doch am besten gleich ein Kleidchen an. Rohit! Sieh nur, Rohit, der Ball fliegt höher und höher. Wo ist er? Ich sehe nichts. Da oben, da, da. Wo? Ich sehe nichts. Ich kann alles sehen. Ich kann wieder alles sehen. Ich kann wieder alles sehen. Ja, du Zauber wirkt. Du hast deine Kräfte zurück. Schau mal, da ist er. Danke, Jadu.